Hallo und herzlich willkommen heute mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers R.I.D. Robots in Disguise, Vetch, des Combiner Teams der Autobots. Ja, was soll ich groß zu sagen? Vetch ist quasi der Anführer und alle zusammen bilden den großen Landfill. Er kommt hier als kleiner Bulldozer daher, er ist das kleinste Teammitglied, aber ziemlich cool gemacht. Was soll ich groß zu dieser Figur sagen? Sie ist in zwei verschiedenen Orangetönen gehalten, dunklen Orange und hellen Orange und in einem Grau-Silberton. Oben drauf hat er ein Autobot-Symbol und ansonsten graue Details. Ja. Man sieht eigentlich nicht groß, dass er ein Roboter ist. Finde ich ziemlich cool. Die Teile sind gut versteckt. Und ich sehe gerade, ich habe hier den Combiner-Plug noch ausgeklappt. Kommen wir einmal zur Transformation. Die ist relativ simpel. Wir klappen einmal hier die Schaufel nach oben. Dann nehmen wir einmal hier die vordere Schaufel ab. Das wird die Kanone. Dann klappen wir einmal hier die seitlichen Räder zur Seite, oder besagt die Ketten. Die Ketten klappt man einmal hier unten rum. Ebenso, dass es quasi so aussieht. Dann einmal hier oben dieses gesamte Gelenk nach vorne und klappen das jetzt so herum. Hier das gleiche noch einmal. So. Dann klappen wir die Beine aus, indem wir es so auseinanderklappen. Klappen die Kniegelenke hoch und drehen Beine so nach unten. Klappen hier die Füße nach oben. Das gleiche noch einmal hier. Einmal rumdrehen, Knie nach oben, ausklappen und das Bein nach oben. So, jetzt haben wir jetzt quasi die Füße schon fertig. Jetzt klappen wir einmal diese Ketten nach oben. Drehen jetzt einmal zur Seite. So. Haben wir schon die Arme. Das gleiche hier noch einmal. So. Und dann klappen wir einmal den Rücken auf und holen hier einmal den Kopf hervor. So. Hier vorne, das will ich gleich nochmal kurz zeigen, kann man den Brustkorb auch aufklappen und dann könnte man theoretisch hier den großen Combiner-Kopf von Landfill herausholen. Der würde dann, wenn ich den mal zusammenklappe, so aussehen. Aber dazu später mehr. So, jetzt tun wir, wie gesagt, den kleinen Kopf erstmal wieder hervor. Und fertig. Wie gesagt, das ist einmal Vetch. Ziemlich cool gemacht, finde ich. Sehr gelenkig, auch stürmisch hier oben die Schaufeln eigentlich überhaupt nicht. Ziemlich cool. Einzige Problem, was diese Figur hat, sie steht nicht richtig, denn hier unten die Füße sind hohl und sie haben hier keine, zum Herausklappen, keine Plattform, kein gar nichts. Dadurch steht die Figur leider ziemlich schlecht, was ich sehr schade finde, weil sie auch natürlich ziemlich back-heavy ist. So, diese Schaufel ist eigentlich auch ganz leicht zu verwandeln. Wir klappen einmal nur die Teile nach vorne und schon ist quasi diese Waffe fertig. Eine doppelläufige große Kanone. Die könnt ihr ihm quasi hier vorne in die Hände geben. Und schon ist quasi die Waffe fertig. Was soll ich groß zu dieser Figur sagen? Ihr könnt die Waffe auch einmal hinten am Rücken befestigen, wenn ihr wollt. Was ich auch ziemlich cool finde. Die Figur ist ziemlich gelenkig. Ich mache die Waffe kurz ab. Der Kopf kann einmal um 360 Grad komplett gedreht werden. Einmal so. Ich zeige euch auch nochmal den Kopf im Detail. Ziemlich cool gemacht. Auch hier vorne diese kleinen Schaufeln am Kopf finde ich ziemlich cool. Es passt perfekt zum Roboter. Die Figur an sich ist auch ziemlich cool gemacht mit grünen Augen. Leider keine Lightpipe-Funktion und einem silbernen Gesicht. Die Hände sind in einem Silber gehalten, haben ein ganz normales Ellenbogengelenk, was natürlich auch so drehbar ist. Die Beine sind grob nach oben winkelbar,
wenn ihr hier oben die Knieplatte hochhebt, auch komplett am Winkelbar. Die Knie sind etwas schwerfällig, aber könnt ihr natürlich auch bewegen. Ja, die Figur an sich ist von den Details her sehr schön gemacht. Gefällt mir, auch hier an der Seite, wir sehen angedeutete Gitter. Die Scheiben auch ziemlich cool. Und der Rücken ist auch ziemlich gut, alles ist schon ausgefüllt. Auch hier die Beine. Ja, das ist Batch. Und jetzt zeige ich noch einmal den Karton. Wird in dieser Blisterform geliefert. Wir haben hier zum Ausschneiden beide Karten. Finde ich ein bisschen blöd, dass man die als Einzelkarten gefasst hat und nicht beigefügt hat. Das war damals noch so. Eine ganze Menge Text. Und hier sehen wir auch noch einmal Landfill, Vetch, Hightower, Heavy Load und Crimlock. Ziemlich cool gemacht. Gefällt mir. Und wie ihr oben auch seht, Combiner. Es ist halt das erste Combiner-Team mit der Schwierigkeit Grad 3. Und er wird natürlich hier vorne in dieser Blister geliefert, hier vorne mit einem Artwork. Die Figur an sich ist einfach nur fotografiert worden, aber trotzdem leicht nachgezeichnet. Deswegen ist sie leicht verschwommen. Trotzdem sehr cool gemacht. Und ja, der Name ganz groß und obendrauf nochmal das Logo. Ziemlich cool gemacht, ab 5 Jahren freigegeben. Und hier oben nochmal groß mit dem Autobahn-Symbol. Das war es eigentlich soweit. Und ja, die Figur an sich ist, wie gesagt, ziemlich cool gemacht. Ich würde ihr im Robotermodus auf jeden Fall 10 von 10 Punkten geben. Im Fahrzeugmodus, da sie trotzdem sehr schlicht gehalten ist, auch 10 von 10 Punkten. Ja, das war's soweit. Wir sehen uns beim nächsten Review der nächsten Teams, Hightower, Heavy Load und Grimlock. Bis dahin, euer Rex.